Hallo zusammen. Ich habe hier einen amerikanischen Kühlschrank, so mit einer Zapfanlage. Tropft noch. Und hier kommt eine Back-in-Box rein. Das ist so ein Karton mit einem Kunststoffsack drin und eine Pumpe. Und dann kann ich hier das gewünschte Zapfen. Hier geht es um kalten Kaffee. Nur das Thema ist, das Teil ist aus der USA. Und dann war hier an diesem Kabel war ein amerikanischer Stecker drin. Und da hat einer gemeint, ja, man kann den abschneiden und einfach einen 220 Volt Stecker hinmachen. Und das ging dann nicht. Wir sehen das hier hinten, also wir haben hier, wenn ihr das aus der Nähe anschaut, haben wir hier einen Warnhinweis, was man mit dem Kühlschrank alles nicht machen darf. Das ist amerikanische Betriebsanleitung. Und ich habe hier diesen Kompressor. Und man sieht, dass das ein 110 Volt Kompressor ist. Und jetzt haben wir den Kompressor raus und einen 220 Volt Kompressor rein. Ist eigentlich ein Wahnsinn. Das heißt, Kompressor rein, Kompressor raus, gewechselt. Und jetzt auch der Thermostat, der hier drin ist, das Netzgerät, das ist Zugang, hier braucht man noch einen Adapter drauf, das ist für die Pumpe. Aber man kann sowas wechseln, also Kompressor wechseln, neuer Kompressor rein. Es geht jetzt hier um Stückzahlen, die hier in der Schweiz sind von dem Gerät. Also das zurückschicken. Und irgendwo was anderes besorgen, ist ein anderes Thema. Also bauen wir diese Geräte jetzt um. Kompressor raus, Kompressor rein, neues Kältemittel, neue Stecker. Thermostat haben wir neuen Trafo gesetzt, weil der läuft auf 12 Volt. Aber der ursprüngliche Trafo, der drin ist, den hat es verbraten, weil ihr könnt hier nicht 200 auf ein 110 Volt Gerät 230 Volt drauf geben, das funktioniert einfach nicht. Ja, das ist dieser Kühlschrank für kalten Kaffee. Die Firma verlinke ich euch unten, die den Kaffee anbietet. Das ist ein Frühstück im Hotel oder sonst irgendwo. Das soll es heute gewesen sein. Verlinken tue ich heute auch nichts, aber ein Abo könnt ihr mir wieder da lassen und dann bringe ich weitere Sachen halt nur über Kühlschränke. Ich wünsche euch einen schönen Tag.